Nazi war machine was on its last legs, hammered on all sides by Allied forces. After so much sacrifice, so much horror, it seemed the world would wake at last from its nightmare. Instead, Hitler woke the dead. The Allies didn't stand a chance. Hitler's thralls were tireless, numberless, merciless. They came from everywhere. Nowhere was safe. But we formed a resistance, and we fought on despite the odds. The Dead War, we called it. After months of brutal losses, a volunteer squad turned the tide. They cast Hitler into another world, cutting the head from the snake. And yet still the war rages. Even with no leader and no purpose, the dead roam the earth in swarms a million strong. And us? Well, we're taking the world back, one bullet at a time. Willkommen, Freunde, zu einer Folge Zombie Army 4. Die beginnt natürlich in Mailand. Da bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall eine Menge Zombies. Wir kennen das noch aus den alten Teilen. Das wird sehr, sehr nice. Ja, man sieht, da rollen schon die ersten Köpfe. So wie ich das sehe, müssen wir das Spiel auf YouTube wieder ab 18 einstellen. Uiuiui. Die ist aber flott unterwegs. Warum läuft die denn so schnell? Liegt das an meinem Rechner, oder? Das gibt's ja gar nicht. So eine Geschwindigkeit habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, aber egal, wir sind ja nicht zum Grafik gucken hier, sondern wir wollen ja Köpfe schießen. Oh. Zumindest sollten wir hier schon treffen. Ich vermute mal, dass wir uns zu einer Basis vorkämpfen müssen. Ja, wer meinen Kanal verfolgt, weiß ja auch, dass ich zurzeit viel Hand Showdown spiele. Und ich muss sagen, das Aiming hier, das kann echt helfen. Also nicht schlecht. Und mein Aiming ist echt noch richtig scheiße. Oha. Da stehen ja neue auf. Ich glaube, die putze ich mal lieber ohne Aiming weg. Ohne Zoom. Oh, das kann echt knapp werden. Man merkt schon, ich bin nicht der beste Schütze. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Schwierigkeitsgrad natürlich auf leicht. Man kennt ihn. Alles andere wäre auf jeden Fall übertrieben. Aber wir wollen uns ja mal einen Eindruck verschaffen, wie das Game so ist. Super. Wir müssen hier rüber zu einer Basis. Okay. Ah. Welcome back. Good to see you're still in one piece. What's with the lockdown? Alter, wie die läuft, ey. Das ist ja, da ist ja voll das ganze weißen Knabe gegen. What took you so long, eh? I thought we'd have to leave without you. Bruno, what's going on? Why are we leaving? Orders came this morning. Milan's not safe anymore, so we're pulling out. Bruno, der Waffenhändler. Mal gucken, was er für uns hat. Think you could help? Go upstairs and take over from Jack. Then we'll get you to your train. Of course.
Thank you. Irgendwie nichts. Achso, der hat erstmal eine Wegbeschreibung rausgegeben. Okay, hier ist auch nichts weiter zum Einsammeln, also gehen wir erstmal nach oben. Oh, hier gibt es aber was zum Einsammeln. Ja gut. Was ich an dem Spiel so liebe, das ist so arcademäßig. Das ist so relativ schnell, dass man zum Ballern kommt und muss nicht irgendwelche Faxen machen. Na. Nimmst du das jetzt auf? Will sie nicht. Okay. Wer nicht will, der hat schon mal. Ah, you, hello there. You see the radio mast? Damn Usks are all over it and they just won't stay still. Maybe you could clear them out, eh? On the oh, mast. Klar. Strange. Okay, I'll give it. Wollen wir mal den Mast befreien hier. Marksmanship, c'est magnifique. Oh, da oben sind ja auch schon Zombies. Très bien, look out, Usks. Captain Headshot here. Mon ami, you are a true hero. A life saver, I thank you. Ja. Und natürlich hier unten erstmal ein bisschen Alarm machen. Ah, thank the heavens it works. Ja, sehr schön. Now that's done, report to medical for a quick checkup. Then we'll see about getting you to your train, eh? Ach, da hinten laufen ja auch noch genug rum. Die können auch mal ein bisschen drauf rumfallen. Genau. Na, komm. Oh Gott. Naja, komm. Dann nehmen wir doch erstmal. Versuchen wir erstmal alles platt zu schießen hier. Was rot leuchtet. Naja. Gibt's auch nicht. Warum explodiert denn das nicht? Ah, jetzt. Jawohl, und die nächste. So kann man die Zombies natürlich auch erledigen. Ohne groß rumzuschießen. Aber ein paar können wir auch so noch abschießen. Na komm. Oh. Alter Schwede, ich bin glaube ich der schlechteste Schütze auf diesem Planeten. Naja. Okay, die bewegen sich aber auch scheiße. Na komm, geht da mal hin. Das ist so ein bisschen wie Moorhuhn spielen. Nur, dass sie halt ein bisschen extremer auseinanderplatzen. Alter, mein Aiming ist echt richtig schlecht geworden. Nur wir haben hier unten noch ein rotes Fass. Triff ja gar nichts, ja. Jo, und da haben wir wieder einen. Und wieder einen. Ah, da ist auch noch einer. Ich habe Munition knapp. Genau, mal nachladen. Ja, einer weniger. Okay, wir sollen jetzt erstmal durch die Krankenstation. Aber wir sammeln jetzt hier erstmal ordentlich was ein. Jo, sehr schön. Die nimmt er nicht. Okay. Okay, mit Space können wir auf jeden Fall einen Nahkampf machen. Das ist doch schön. Oh. Das ist ja wie bei The Crow.
Don't look. Guck nicht hinter dir. Okay. Oh, jetzt habe ich den Vogel gekillt. Hier kommen wir ja nicht weiter, ne? Dann noch ein Vogel. Ah, den kann ich auch killen. Ich kann immer alle Vögel hier killen, aber das ist doch nichts in der Sache, oder? Das bringt auch nichts. Öffne die Tür. Dankeschön. Kapitel abgeschlossen, okay. Naja, 6140 Punkte. Now comes our backup and running. It's time we got you out of here. Head to platform 5. There's a train waiting for you there. Affirmative. Thank you, Bruno. So, jetzt steht hier mal eh antippen. Aber ich finde, das E reagiert gar nicht immer so richtig. Merkwürdig. Jetzt geht's. Ja. Oh. Munition ist voll. You see this here workbench? You can use it to switch your old weapons for nice shiny new ones. Don't be shy. Try it out. Oh, hier können wir unsere Waffen aufwerten. Das ist ja geil. Provided you have the right parts. Verwende Kits für Waffen-Upgrades, um deine Waffe an meiner Werkbank zu verbessern. Na, ja, das ist doch nice. Was haben wir denn hier? Upgrade Kits 2. Oh, wir können hier unseren Charakter drehen. Das ist ja auch schön. Okay, aber darum soll es ja nicht gehen. Hier haben wir die Perks. Sehr schön. Verbessert Ausdauer. Das ist immer gut. Ist auch gut. Haben wir noch irgendwas zum Freischalten? Nö. Achso, zweite Chance, wer am Boden ist. Ausgerüstet. Oh, das sieht ja auch gut aus. Repetier Rival Bundle. Kann man für 4,99 € kann man das kaufen. Das ist ja wieder geil. Also ich kann im Spiel selber wieder mit Echtgeld was kaufen. Naja. So, das halbautomatische Gewehr 43 war im Zweiten Weltkrieg als Infanteriegewehr in Deutschland entwickelt. Okay. M1. Damit sind wir ausgerüstet. Waffe bearbeiten. Möchtest du den Gegenstand wirklich kaufen? Ja. Sehr schön. Rang 10 Upgrade Kit. Okay, aber wir haben ja eins, haben wir ja noch, ne? Jo, sehr schön. Das ist die Waffe, das sind die Upgrades. Okay, dann sagen wir mal fertig. Was haben wir noch? Pistole haben wir. Oh, die sieht auch nice aus. Oh ja. Die macht Musik, die gefällt mir. So, hier kommen wir nicht durch. Wo soll man überhaupt lang? Ah, hier geht's lang. Immer da, wo der Stern ist. Spezialen Nahkampfangriff. Wird im Laufe der Zeit aufgeladen. Leertaste zum Entfesseln. Genau. Damn crew.
place collapses. Ich glaube, da haben wir auch alles voll. Ja. Gucken, wo müssen wir denn lang? Das ist jetzt wieder die Frage. Da, der Stern ist da oben. Ah, okay. Hier ist die Treppe. Öffnet das Tor. Also ich muss sagen, die Nahkampfwaffe oder den Nahkampfangriff brauche ich auf jeden Fall. Ich habe das vorhin gemerkt, falls ich mal nicht treffen sollte. Will ich noch was einsammeln? Nö. Dann gehen wir mal raus. Oha. Ja, das könnte jetzt lustig werden. Ja, die Waffe ist sehr nice, muss ich sagen. Es wird Zeit, dass wir uns mal ein bisschen bewegen hier. Nur auf der Stelle stehen ist mal scheiße, wenn Gegner kommen. Eieiei. Verpisst euch hier. Gibt's auf die Mütze. So, wir wechseln jetzt hier mal. Gottes. Ja, echt heftig, die Typen. Da rollen die Köpfe. Jawohl, 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 ja. Auch ein ganz geiles Gewehr. Ich muss auf jeden Fall Munition haben hier. War ein Problem. Ach, diese Granaten habe ich auch noch gar nicht genommen.
werfe ich denn die eigentlich? Ah, mit G. Alles klar, super. Das ist doch nice. Sehr gut. Immer alles schön einsammeln. Ah, hier ist Munition. Ja, nicht. Alter. Bist du bescheuert? Bringe ich mich hier selber in die Luft. Ah, prima. So, ich habe alles gereinigt und dann geht's ab in den Zug. Munition ist aufgeladen. Wollen wir mal weiter. Waffenassistent Hirnschlag. Erziele Pistolen, 10 Pistolen-Skills und Waffenassistent aufzufüllen. Wenn bereit, Maus 2 zum CE zum Aktivieren. Okay. Oh, das ist auch ganz nice. The station. It's in ruins. Bruno, we're taking the long way round. Ja, komm schon. Oh, sag mal. Sind wir hier im Sportschützenverein oder was? Oh, mach dich weg. Ah, wir werfen mal eine Granate, glaube ich. Ach, haben wir gerade mehr. So, komm, jetzt wechseln wir mal die Waffe. Ja, das läuft doch gleich viel besser. So, Munition einsammeln. Oh, C-Leiche zerstampfen, das geht auch. Naja, das ist eine matschige Angelegenheit, würde ich sagen. Oha. Oh, that's a blood seal. That's not good. How to deal with it, yes? Destroy the dead that guard it, that will break the seal. No! Oh, jetzt ballern die auch noch, können selber noch schießen teilweise. Oh, mein Schwein pfeift, ey. Komm her hier. Ah, da geht's weiter, sehr schön. I've turned on the old base defenses. My kinetic armament turbines. If you see one, shoot it and it'll activate the defense mechanism. Should help you out. Thank you, Edie. I will make sure to use them. Ah, los jetzt. Hau ab da. Oh Mann. So, lass mal hier schnell abhauen. Ja, schön. Munition einsammeln.
Da sollen wir hoch, okay. Dann machen wir das doch mal. This was supposed to be a safe place. The dead will pay for this desecration. Ah, schon. Das geht schon ab. Ja, komm, lass mich zufrieden hier. So. Können wir mal ein bisschen ausweichen hier. Aber wir wechseln mal die Waffe. Aber man darf nicht aufhören zu schießen, merkt ihr gerade. So, und wir bleiben hier mal nicht stehen. Ich glaube, wir hauen hier mal ein bisschen ab. So. Wie können wir denn die Tellerminen werfen? Eine gute Frage. So, wir laufen jetzt aber erstmal. No. Keine Munition, okay. Jetzt geben wir uns mal ein bisschen mehr Mühe hier, ey. Ist schon auf leicht gestellt. Und dann kriegen wir das hier nicht hin, oder wie? Doch, mein Schweinfall. Da wo wir ein paar Zombies hier platt machen können. Oh, zweite Chance. Töte Zombies, um dich wieder zu beleben. Oh, Menü. Kontrollpunkt neu starten. Das müssen wir uns jetzt hier nochmal geben, also. Das hat mir ja nicht gefallen, wie wir das gespielt haben. So, geht nach hier oben. This was supposed to be a safe place. The dead will pay for this desecration. Genau, warum bleiben wir nicht hier oben? So, wieder ein Kopf weg. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir aber, nehmen wir mal wieder eine schöne Wumme hier. Ja. Boah, die wird einmal berührt und schreibt gleich No. Die war ein bisschen arm. Für so eine Kriegerin hier. So. Jetzt wirf doch mal eine Granate hier. Ah.
So, jetzt metzeln wir uns mal so durch. Geht doch auch. So, und jetzt laufen wir wieder weg. So, jetzt metzeln wir den hier nieder. Jetzt haben wir doch genug Abstand hier. Bruno, I still can't see any survivors. Damn it! Just keep going and get to that train. You can still make it. Ah, hinten ist auf, da können wir jetzt hin. Aber Munition brauchen wir vorher nochmal. Jawohl. Super. Weiter geht's. Oha. Oh nein. Alter Schwede, ey. Die sind übel. So macht das doch Spaß. Ja, komm. Okay, wenn die sich selber gegenseitig abschießen, oder besser gesagt, wenn die sich selber in die Luft sprengen und die anderen mitnehmen, ist das ja in Ordnung. Frag mich nur. Ich frag mich die ganze Zeit nur, warum ich keine Granaten werfen kann. Aber wahrscheinlich, weil ich keine mehr habe. Wahrscheinlich ganz simpel. Können wir hier hoch? Ja, hier können wir auch. Was machst du denn da? Ja, das war ja mal ein geiler Move. Ah. Dann kriegt man Telamin. Das war wieder das Problem, dass er die nicht aufnehmen möchte.
So, wir weichen aus, wir weichen aus. Oha. Oh nein. Game over. Ja, ich würde sagen, das reicht als erstes zum Testen des Spiels. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich werde bestimmt weitere Teile hochladen, wenn ihr möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Eigentlich umgedreht, abonniert den Kanal, drückt die Glocke.